morgendliche Ruhe in der Großstadt Berlin. Auch im Zoo ist es noch still. Eine ganz besondere Stimmung. Tierpfleger Markus Röpke fährt fast jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit. Seinen Tag werden wir heute begleiten. Vorbei an den Polarwölfen. Hey, Chaoten. Hi. Na, Süßer? Geht es als erstes zur Braunbären City. Hey. Na? Ausgeschlafen? Ich muss jetzt erstmal nur gucken, ob der Schieber noch sicher ist und ob es ihr gut geht. Weil die Gärtner machen ja jetzt die Wolfsanlage. Und dazu musste die den halben Tag jetzt erstmal noch drinnen bleiben. Die Wölfe sind meistens agiler und im Viererpack sind die ihr gegenüber aggressiver und durchsetzungsstärker. Und das wäre für Sidi jetzt doof, wenn sie da auf der Anlage wäre und nur von den Wölfen gejagt werden würde. Mittag lasse ich sie dann wieder raus. Auf geht's zu den Wölfen. Das Rudel ahnt noch nichts von der Abwechslung am Vormittag. Na ihr, Chaoten. Kommt mal, Jungs. Geht mal rüber. Mindestens zweimal im Jahr wird die Wolfsanlage general überholt. Neugierig ziehen die Polarwölfe ins Nachbargehege, wo sonst Sidi lebt. Geht rüber spielen. Das. Ganz fremd ist es ihnen hier nicht. Denn wenn die Gärtner kommen, wechseln sie immer auf die Anlage der Braunbären. Jetzt können sie spielen. Nee, zurück geht's nicht. Bärenkot und lauter fremde Gerüche. Dieses Gelände muss erstmal erkundet werden. Und so wird geguckt, geschnüffelt und eifrig das fremde Revier markiert. Es ist aber halt auch was Besonderes, weil es so selten passiert. Ich denke mal, wenn die jetzt dauerhaft hier drauf wären, würden die auch nicht jeden Morgen so ein Feuerwerk abzünden. Also das ist natürlich auch nur, weil es wirklich was ganz Besonderes gerade ist. Und wenn ich sie jetzt den ganzen Tag drauf lassen würde, wäre spätestens zum Nachmittag auch Feierabend damit. Aber jetzt nutzen sie es halt noch, weil sie wissen, es geht nachher wieder rüber. Und so lange spielen sie hier die ganze Zeit Einkriege. Und nachher sind sie kaputt. So viel Spaß am frühen Morgen. Doch in ein paar Stunden gehört dieser Spielplatz wieder Sidi. Auch der Tierpark Berlin hat noch geschlossen. In der Stille des Morgens warten ca. 200 Vögel in 54 Volieren auf ihre Tierpflegerin. Na, ihr? Guten Morgen. Sabine Busse begrüßt alle persönlich. Oh. Na, alles in Ordnung bei euch? Na, sieht ja gut aus. Ich gucke nach den Tieren, ob die Nacht im Prinzip gut überstanden haben. Wir gucken jeden Morgen die ganzen Volieren ab, ob sie in Ordnung sind, ob nicht irgendwelche Schäden über Nacht hier passiert sind durch schlechtes Wetter oder Einbruch oder was auch immer möglich sein könnte und eben den allgemeinen Zustand der Tiere. Aber eigentlich in der Regel ist immer alles in Ordnung. Fast jeder Vogel bekommt seine Worte für den Tag. Zuspruch kann nicht schaden. Also die Vögel sind ja schon daran gewöhnt, dass ein Tierpfleger hier jeden Tag vorbeikommt. Ob die nun tatsächlich uns als Personen voneinander unterscheiden, das kann ich so nicht garantiert sagen. Aber dieses Schema Tierpfleger, Fahrrad, Arbeitskleidung, das funktioniert ganz gut. Also wenn die sowas sehen, da merken die auch, das sind die, die hier immer kommen. Auch beim Steppenadlerpaar ist alles in Ordnung. Obwohl das Männchen etwas ungekämmt aussieht. Die beiden sehen auch ganz gut aus. Unser Männchen, das sitzt auf der rechten Seite, hat hier oben so ein bisschen verwuschelte Federn am Kopf. Da hat er sich halt den Kopf durchstoßen, dass der Federwuchs jetzt so geschädigt ist, der Kielansatz, dass sie immer so krumm und wuschelig wachsen. Ist bei dem jetzt so normal. Er hat halt jetzt eine andere Frisur. Sabine Busse schaut auch, ob es Fundsachen von Besuchern gibt. Na, ihr?
Und bei euch auch alles gut? Oder hat wieder jemand sein Fotoapparat hier bei euch verloren? Wir sehen es ja nicht. Na, hier bei den Karakaras, da halten sich die Besucher sehr gerne auf. Die sind ja auch ganz lustig so in ihrem ganzen Verhalten. Die kommen gerne mal gucken, was die Leute so mitgebracht haben. Vielleicht ein Handy oder ein Taschentuch oder ein Wegeplan vom Tierpark. Den gucken die sich auch gerne an. Und wenn die dann hier so interessiert unten langlaufen und die Leute das mal so am Gitter so halten irgendwie, dann ist das schnell mal drin. Ne? Das ist so ihre Art. So, gucken wir mal nach den Uhus. Na du? Die Uhus sind wach und sogar schon frisch geschmiert. Hast du denn schon deinen Lidschatten aufgelegt? Bei denen finde ich immer ganz besonders schön. Die schminken sich immer, sag ich. Die haben so einen rosanen Lidschatten. Sieht immer aus wie frisch aufgelegt, aber ist bei denen einfach so von Natur aus. Ganz gut. Von wegen Blass-Uhu. Auf zur Harpür, die müssen wir noch besuchen. So macht man jeden Tag eine Weltreise. Von Afrika über Südamerika, Asien, Europa, alles dabei. Wo bist du denn? Der passt immer gut auf sein Revier. Und da muss man auch auf sich gut aufpassen. Das ist zum Beispiel ein Tier, wo man überhaupt nicht reingehen kann. Das ist lebensgefährlich. Also der kann einen Verletzungen zufügen, weil er sein Revier verteidigt, nicht weil er böse ist. Die einen wirklich lebensbedrohlich verletzen kann. Naja, die Morgenstunden haben schon was ganz Besonderes. Egal zu welcher Jahreszeit, man fährt hier morgens durch einen ziemlich leeren Park, trifft höchstens Kollegen und eben die Tiere. Und diese Morgenstimmung hat eben täglich seinen Reiz. Ja. Also ich mag das gerne. Und die Tiere sind auch noch ganz ruhig und entspannt. Und das hat schon was. Ja, das ist eben halt ein schöner Beruf, muss man ja sagen. Hat auch seine schwierigen Seiten, aber ein bisschen schöner. Nun geht der Arbeitstag erst richtig los. Auch im Alfred-Brehm-Haus erwacht der neue Tag. Die hinterindische Tigerin Sarai darf heute wieder auf ihre Anlage. Sarai wurde gestern in Vollnarkose gelegt. Sie hatte eine Wasseransammlung im Uterus. Die stellte sich im Computertomographen jedoch als harmlos heraus. Gleichzeitig wurde der Tigerin ein Verhütungsimplantat eingesetzt. Sarai lebt mit ihrem Bruder Tarek zusammen und soll sich mit ihm nicht fortpflanzen. Ja. Ja, ihr beiden. Na, ist alles wieder schön? Alles wieder im Lot? Sarai macht einen guten Eindruck. Es ist ja bei einer Narkose immer, dass man, wenn man Gegenmittel gespritzt hat, im Nu ja wieder wach ist. So, und dann ist nach ein paar Stunden der Fall, dass eigentlich dieses Gegenmittel vom Körper schneller aufgebraucht wird als die Narkose selber. Und dann wird die Katze noch mal ein bisschen müde und schläfrig. Deswegen haben wir gestern gesagt, also sie schläft noch vollkommen aus. Heute früh habe ich sie mit ihrem Mann wieder zusammengenommen. Jeder hat als Begrüßung auch noch ein Ei zu fressen gekriegt, also noch ein Leckerli. Und nun sind sie beide auf der Anlage und nun kann sie hier in der Sonne noch so ein bisschen vor sich hinschlafen und dösen. Und ich denke mal, sie hat es gut verkraftet mit unserer Untersuchung. Tierpflegerin Petra Schröder ist erleichtert, dass die Tigerin gesund und so schnell wieder fit ist. Es gibt Tiere, die haben mit dieser Narkose mehrere Tage zu tun. Also da ist es dann auch so, dass man den kommenden Tag noch gar nicht rauslassen kann, weil die einfach noch so schläfrig sind, dass man Bange hat mit dem Wassergraben oder auch mit dem Partner, dass der irgendwas missversteht. Denn die leben ja auch immer in einer Rangordnung. Und wenn sich einer jetzt nicht fühlt oder aus irgendeinem Grunde nicht so gut drauf ist, kann es ja immer sein, dass der andere das ausnutzt. Das ist bei den beiden nur hier nicht der Fall. Die verstehen sich beide super. Also da würde er ihr nichts tun, wenn sie auch heute jetzt noch mal ein bisschen mehr schläft als sonst. Aber sie muss auf jeden Fall so fit sein, dass wenn sie hier am Wassergraben ist und eventuell baden geht, weil ihr das schön ist, dass sie auch schwimmen kann. Und das wäre gestern gar nicht der Fall gewesen. Heute kann Sarai einen schönen und vor allem ruhigen Sommertag genießen. Na, bei euch scheint die Welt ja wieder völlig in Ordnung zu sein. Denn schönen Tag auf der Anlage, hm? Thank you.
verspricht es auch im Zoo zu werden. Die ersten Besucher kommen. Die Nasenbären sind noch versteckt in den Baumkronen. Sie leben auch im Revier von Markus Röpke. Und der naht mit einer eiskalten Überraschung. Nasenbären sind Allesfresser. Am liebsten aber naschen sie süße Früchte. Komm mal, Pipi, komm. Gibt Eis. Das betagte Männchen Pippin kommt zuerst aus der Deckung. Schlüssel klappern. Das bedeutet fressen. Und der Pfleger bedeutet Schutz für das unterdrückte Männchen. Der Pippin, da ist er schon. Das ist eine kalte Nase holen, ne? Meistens unterdrücken sie ihn immer, wenn ich nicht da bin und aufpasse. Deswegen kommt er immer, wenn ich da bin und fühlt sich sicher. Außerdem weiß er gute Sachen zu schätzen, wie man sieht. Die anderen sind noch ein bisschen müde anscheinend. Nasenbären-Eis. Da lässt sich Pippi nicht lange bitten. Und auch die anderen trauen sich langsam an die kalte Leckerei. Das, was sie gerade so weglutschen, ist halt so Honigwasser. Und hier oben drauf ist Papaya, in der Mitte ist ein Küken und unten sind dann Weintrauben. Das sind so die Sachen, die sie gerne mögen. Ja, lecker, ne? Mach nicht dreckig. Du willst das nicht? Das ist ein etwas älteres Weibchen hier. Die hat, das ist so die Chefin eigentlich, die Clan-Chefin. Ja, siehst du, so geht's denn. Und sieht ja toll aus, eure Eisbombe. Lecker. Hey, du Angsthase, komm her. Ah, ist echt immer ängstlich noch. Pieks. Dabei ist er hier aufgewachsen, ne? Alle sind so irgendwie mehr oder weniger so ein bisschen zahm, aber er will nicht so wirklich. Ängstlicher Charakter. Vielleicht auch ganz gut so. Wäre jetzt so ein aggressiver Charakter, wäre wahrscheinlich Pippin schon nicht mehr. Wenn der kleine Angsthase sich nicht traut, dann schlägt Pippin das Eis eben alleine. Pippin sieht immer so aus, als wenn er gerade aus dem Bett gekommen wäre. Eine lustige Frisur. Ja. Klar schmeckt es. Man muss halt nur ein bisschen ackern. Der kleine Angsthase verzieht sich. Und Pippin arbeitet sich genüsslich durch Eisschicht um Eisschicht. Auch im Tierpark herrscht inzwischen Hochbetrieb. Die Tierpflegerinnen Sabine Busse und Katrin Ansorg kommen an der größten Vogelvoliere an. 60 Meter lang, 9 Meter hoch und bis zu 16 Meter breit. So. Fahrprüfung bestanden. Ja, durch die Tür halt gepasst. Hallo. Ja. Zimmerservice. Jetzt ist rund. Schwing den Kratzer. Ich mach mit. Die Bewohner sind beeindruckend. Mit Flügelspannweiten über 2 Metern machen sie ordentlich Wind. Was dann noch? Geier gelten vielen Menschen als Todesvögel. Doch die Pflegerinnen fühlen sich hier sicher. Solange wie wir uns hier nicht hinlegen und Mittagsschlaf machen, wirken wir doch recht lebendig noch, hoffe ich. Und da ist leider das Ding nicht angegriffen. Wir werden nicht gegessen. Uiuiui, da war die Landebahn nicht frei. 10 Gänsegeier sind momentan zu Gast in der Voliere. Hallo. Marco Fazzi. So, das ist noch ein Gänsegeier. Das ist einer von den Gästen vom Zoo Leipzig, weil die ihre Voliere gerade durchsanieren. Die erkennen wir so schön durch diese bunten ABC-Ringe, die die oben haben. Na komm, komm mal her, bitte. Londi aus Leipzig hat sogar das Kommando übernommen. Komm, immer mehr, siehst du, jetzt trauen sie sich doch. Sie ist immer die Erste beim Füttern. Erst danach sind die anderen dran. Der kleine Schwarze ist ein Rabengeier. Meine.
Meine. Manche Menschen meinen, Geier seien hässlich und bringen den Tod. Ihren schlechten Ruf haben sie zu Unrecht. Die sind sehr wichtig in der Natur. Die haben eine ganz wichtige Aufgabe, eben die Kadaver wegzuräumen, damit kein Müll liegen bleibt. Die bringen aber nicht den Tod. Die bringen den nur weg, wenn man es jetzt mal so ausdrücken möchte. Die haben ja nichts damit zu tun, dass jemand stirbt. Die sorgen halt bloß dafür, dass er nicht sinnlos gestorben ist. Können ihre eigene Art damit erhalten. Komm, Katrin, dann machen wir jetzt weiter sauber, wa? Jetzt haben wir erstmal was gegessen. Auf die beiden Tierpflegerinnen wartet noch viel Arbeit. Das Alfred-Brehm-Haus im Tierpark gibt es seit 1963. In dem denkmalgeschützten Haus sind die Großkatzen untergebracht. Auch die China-Leoparden-Zwillinge Moor und Mai leben hier. Umgebaut werden darf hier nur sehr begrenzt. Doch heute rücken schwere Maschinen an. Die Außenbox der China-Leoparden soll neu eingerichtet werden. Und das unter den aufmerksamen Blicken der Nachbarn. Den nehmen wir jetzt hier als lang. Den nehmen wir jetzt hier, ach, hier in die Gabel und dann, ja, dann machen wir den hier irgendwie fest. Die Rubine wäre trotzdem schön. Hier, von hier nach da. Aus Denkmalschutzgründen können die Außenanlagen für die Raubkatzen nicht mehr vergrößert werden. Deshalb ist es besonders wichtig, mit der Inneneinrichtung immer wieder für Abwechslung zu sorgen. Der muss noch mal hoch. Katzen, die kratzen ja und markieren ja damit auch ihr Revier. Und von daher muss man immer zwischendurch mal neu einrichten. Erstens sieht es doof aus, wenn alles abgelutschte Baumstämme ist. Und außerdem brauchen die Katzen einfach zur Beschäftigung mal wieder was Frisches. Und ja, und wir müssen ja auch mal ein bisschen Beschäftigung haben, nicht? Wie man sieht, kann man damit viele Leute ganz fröhlich machen. Nicht so fröhlich sind Moor und Mai. Sie müssen drinnen bleiben, solange das Einrichtungskommando am Werk ist. Jetzt kannst du mal. Jetzt. Sind wir hier wieder hinter. Warte, seid ihr da drüber? Ja. Für die Tierpfleger sind diese Arbeiten eine willkommene Abwechslung. Aber das ist hier nicht entscheidend. Entscheidend, ob es schön ist, das tun die Leoparden. Ja. Also die dürfen ja nachher dann raus und die werden das testen hier. Oder eben sie kommen auch nicht raus. Das kann natürlich hoch sein, dass sie sagen, nee, Freunde, so nicht. Ach, ein komisches Gefühl. Das kribbelt doch im Bauch. Das muss ich nicht haben. Und weiter, Schatz. Und weiter. Freude sieht anders aus. Aber das kommt noch. Bestimmt. Im Zoo sind die Polarwölfe immer noch auf der Bärenanlage. Tierpfleger Markus Röpke weiß genau, worauf sie warten. Was macht der jetzt schon anscheinend, als wenn sie Lust hätten, rüberzukommen? Außerdem ist jetzt auch Zeit zu füttern, gleich um 14 Uhr. Und die kennen ihre Zeiten. Die werden bestimmt Kohldampf haben. Dadurch, dass sie wirklich seit 8 Uhr jetzt hier unterwegs waren, haben die Hunger. Die sind froh, wieder rüberzukommen. So, wollen wir mal gucken. Die Zoogärtner haben die Wolfsanlage auf Vordermann gebracht. Nun ist alles schick und die weißen Wölfe dürfen zurück in ihr Gehege. Na komm.
Sofort wird das aufgeräumte Gelände inspiziert. Irgendwas ist anders hier. Es riecht fremd. Nicht nach Bär, sondern nach Mensch. Das muss alles untersucht werden. Für Braunbärin City geht der unfreiwillige Stubenarrest nun auch zu Ende. Sie darf endlich raus. Und auch sie wittert sofort Fremdes. So. Naja, es riecht natürlich jetzt alles nach Wolf. Vor allem ist das ja auch Citys Zuhause, Wohnzimmer. Mich würde das auch anärgern, wenn ständig vier Chaoten in meiner Wohnung sind und mir alles immer umräumen. Würde ich auch irgendwann nicht mögen. Aber eigentlich ist im Bärenwohnzimmer alles an seinem Platz. Außerdem ist es wichtiger, sich in Position zu bringen. Denn bald ist Fütterungszeit. Das riecht Siddi schon. Im Alfred-Brehm-Haus leben drei asiatische Löwen im besten Alter. Das siebenjährige Männchen Boris und die zwei Jahre älteren Schwestern Shakira und Chinchilla. Obwohl Löwen gerne den Tag verschlafen, denkt sich Tierpflegerin Angelika Bergling immer wieder Beschäftigungen für die Großkatzen aus. Also einfach hier so zerfetzte Sachen von den anderen. Die riechen natürlich jetzt nach Leopard oder Jaguar oder so. Und das stopfe ich dann halt wieder hier rein. Und binde den Sack zu und dann können die Löwen mal gucken, ob ihnen das Spaß macht. Und dann bringe ich das denen mal auf die Anlage. Da, wir haben ja da seitlich noch eine Tür. Da werde ich ihnen das da durchschmeißen und dann mal schauen. Vielleicht sind sie auch noch nicht so richtig wach, dass sie sagen, ach nee, jetzt noch nicht, wir müssen noch ein bisschen schlafen. Das sind ja schließlich zwei Damen und wie wir wissen, Damen brauchen Schönheitsschlaf. Mal gucken. Doch der Herr und seine zwei Damen sind schon hellwach und neugierig. Na, was ist los? Kommt einer helfen? Alleine schaffe ich es nicht. Ha? Na, los. Na, nicht meckern, sondern holen. Siehst du? So, schnapp. Ist nicht. Na, komm. Na komm. Ja, ihr müsst in den Zipfel reinbeißen und dann müsst ihr jetzt. Genau, so ist es richtig. Nur los, nochmal. Na komm, Schatz. Es scheint nicht so einfach zu sein. Na komm, schön. Super. Na los, jetzt musst du ziehen, jetzt musst du ziehen. Diesen Jutesack auf die Felsenanlage zu zerren. Na bloß prima. Churchiller, du bist dumm. Ja, geht nicht? Na los. Na los. Na los, einmal noch ziehen. Dann hast du es geschafft. Das Problem war jetzt einfach, da hinten an der Tür, da ist ja noch mal so noch eine Gittertür. Und die ist natürlich nicht ganz so breit, die Gitterabstände. Und da musste sie jetzt durch die Gitterstäbe durchziehen. Und dadurch, dass der ja gefüllt war, hat sie natürlich ein bisschen mehr zu tun gehabt. Aber das macht es ja aus, nicht wahr? Nicht einfach nur bekommen, sondern eben ein bisschen dran arbeiten und ein bisschen dran ziehen. Die Beute kommt gut an beim Rudel, besonders bei den beiden Löwinnen. Boris hält sich zurück, aus gutem Grund.
Also was ihm wirklich auf den Kranz geht, ist, wenn die beiden Mädels sich zanken. Da springt er sofort dazwischen. Das hat er jetzt also total gut im Griff und versucht zu schlichten. Und bei ihm war jetzt, glaube ich, so eher so, also mich interessiert das, aber ich will auf keinen Fall, dass die sich zanken. Also was bei denen immer wieder zu sehen ist, dass die eben unheimlich viel Körperkontakt auch haben. Diese Kontakte auch auf beide ganz gleichmäßig verteilt. Manchmal auch eine Abfuhr kriegt. So. Aber der nimmt sowas auch nicht schlimm. Ne? Der ist wirklich ein toller Kater. So, viel Spaß, die Damen und der einzelne Herr. Bis demnächst. Ich komme nachher noch mal gucken, ne, Boris? Ja, schön aufpassen auf die Mädchen. Prima. Asiatische Löwen sind vom Aussterben bedroht. Deshalb wäre es sehr erfreulich, wenn der tolle Kater sich fortpflanzen würde. Gerne auch mit beiden Damen. Im Revier von Markus Röpke ist Fütterungszeit. Braunbärin Siddi musste vormittags drinnen bleiben, weil die Wölfe ihre Anlage nutzten. Nun genießt sie ein Bad im Freien und vergisst, dass Fütterungszeit ist. Siddi, komm mal. Komm mal hoch. Komm mal, Dicke, komm. Na, warst du baden? Komm mal hoch. Von wegen Fütterung. Willst du einen Fisch haben oder nicht? Siddi, mach mit jetzt. Wir haben drüber gesprochen heute Morgen. Dies ist eine Schaufütterung. Futter gibt's nur gegen Männchen. Siddi. Ja, aber hoch jetzt. Komm hoch. Du bist eine Eule. War das falsch? Entschuldigung. Fisch wollte sie heute nicht, wollte er Fleisch haben. Man muss nur kommunizieren richtig. Dann geht's. Tschüss. Ja, so lernt man nie aus. Sonst waren mal Fisch immer so die Favoriten. So, jetzt hat sie es endlich geschafft. Jetzt gibt's Orange. So, Fingerchen sauer machen. So, hast du noch ein Stück Fleisch hängen. Siddi, pass auf. Braunbären sind zwar Allesfresser, aber tatsächlich bevorzugen sie pflanzliche Nahrung. Gräser, Kräuter und Wurzeln stehen auf ihrem Speiseplan. Und im Sommer und Herbst natürlich Beeren. Apfelsine geht aber auch. Ah, Reaktion ist da. Ey, aber hinstellen. Nee, nee, nee. Muss schon was tun. Wir beide tun ja hier was. Komm hoch. Komm hoch. Nee, richtig stellen. Nein, hoch. Meine Güte. Solche Sachen dauern aber auch. Hier. Da sieht man, der Bär ist nicht grundsätzlich ein Fleischfresser. Er mag auch gerne mal Salat. Erst das Steak, dann die Orange, dann der Salat. So in der Reihenfolge. So geht also ein ausgewogenes Braunbär-Dreigang-Menü. Ich muss ja schon so ein bisschen Überblick haben, was frisst sie gerade und was kann ich mir morgen verkneifen zum Beispiel. Also morgen weiß ich ganz genau, dass sie wesentlich weniger kriegt und ich hier nicht mit so einem halbvollen Eimer ankomme. Brötchen? Nee, dafür stehe ich nicht auf. Pass auf. Noch ein Brötchen als Dessert. Ich schmeiß den Fisch jetzt noch bei den Wölfe rein. Und die ollen Fische können die Nachbarn haben. Reicht. Ja,
Das Kamelrevier im Tierpark ist großzügig und bietet viel Platz zum Bewegen. Trotzdem drängen sich die Lamas an einer Stelle zusammen. Sie warten auf die Tierpflegerinnen. So, und wir holen die jetzt rein, und damit die an den Stall gewöhnt bleiben. Weil im Sommer sind sie ja die ganze Nacht draußen und im Winter sind sie nachts drin. Sonst müssen wir denen das im Herbst oder im Winter immer neu beibringen. Ja, und so. Vorsicht, sie rennen jetzt. Also zum Üben sozusagen. Ja, genau. Training. Alles Training. Tierpflegerin Simone Beister hilft heute bei den Lamas aus. Die tun, was von ihnen erwartet wird. Naja, nicht alle. Die Jungtiere wollen lieber noch draußen bleiben. Ey, sag mal, wo willst du denn schon wieder hin, Zorro? Zorro! Also. Husch, husch, in den Stall. So, los. Aber. Los. Lauft jetzt ab zu den Muttis. Wo sind die Muttis? Pass mal auf, wir lassen die einfach hier stehen. Lass die da stehen. Wir sperren erst die Muttis ein. Wenn die keinen Bock haben, ist das nicht so schlimm. Ja, okay. Das ist halt so, die sind nicht so abhängig vom Futter. So, denn hier, die müsste Xenia, richtig, ja, die Xenia müsste ist richtig sein. Ja. Und Susanna schwirrt ab. Ale, wer kommt denn? Elfi kommt hier rein. Aha, Elfi. Die steht Elfi. Irgendwo. Da ist sie. Aha, hier. Komm, Elfi. Du stehst falsch. Komm. Genau. Na, gehst. Komm. Nie weiß jemand, wo er hin soll. Du wartest. Lalala. Abgesehen davon brauchen wir genau die drei jetzt hier. Weil mit denen machen wir Halftertraining. Dark Angel, schwör ab. Halftertraining für die Erwachsenen, Futternetz für die Kinder. Ihr könnt ihr mal bitte aufhören, Cornelius das Futter zu klauen? Gibt's doch nicht. Na, kommt mit raus. Ah, guck mal, dann Camillo ist schon draußen. Dali, komm. Dali, komm. Die Kinder können das alte Heu ruhig dem Vater überlassen. Oh, dann haben sie was auf die Seite. Ein bisschen verteilen ist bei den vielen Tieren echt wichtig. Dann können die drei jetzt schon fressen. Es gibt etwas viel Besseres auf der Anlage. So, alle hopp. Gut. Sollen die anderen mal schön trainieren? Hier wird gefressen. Im Zoo warten noch mehr Tiere darauf, dass ihr Pfleger Markus Röpke sie versorgt. Dazu gehören die afrikanischen Wildhunde, die äußerlich ein bisschen den Hyänen ähneln. Wildhunde leben in Rudeln in der afrikanischen Savanne. Dort jagen sie zweimal täglich Gazellen, Impalas und andere Antilopen. Sie haben einen hohen Stoffwechsel und brauchen deshalb viel Nahrung. Markus Röpke bringt die ersehnte Fleischration. Kommt mal her, komm. Damit es keinen Streit gibt, bekommt jedes Tier ein Stück. Und vorsichtshalber wird die Beute gleich in Sicherheit gebracht. Der Appetit ist riesig. Also die beiden jetzt sind relativ harmonisch miteinander. Da ist die Rollenverteilung relativ klar. Sie ist Chefin, er hat nichts zu melden. Wenn er es akzeptiert, ist es völlig okay. Wenn er es nicht akzeptiert, dann kriegt er Kloppe. Doch wenn jeder seinen Fleischbatzen bekommt, gibt's auch keinen Streit. Wildhunde haben wirklich einen sehr, sehr hohen Stoffwechsel, dadurch, dass sie halt auch immer grundnervös sind und viel hin und her laufen und sich gegenseitig jagen und machen und tun, brauchen die extrem viel Fleisch. Deswegen sind sie auch relativ teuer im Unterhalt. Markus Röpke vermutet noch einen anderen Grund für Palas Verfressenheit und ihren dicken Bauch. Also so wie sie aussieht, sehen Wildhunde eigentlich nicht aus. Ich hoffe eigentlich, dass sie wirklich hochtragend ist. Das sieht eigentlich alles stark danach aus, aber irgendwie ist sie schon sehr, sehr weit drüber jetzt momentan. Aber so ein Kohldampf, wie die hat, sie sucht ja jetzt schon wieder da. Sie ist verfressen. Perla und Peper. Hübsche Tiere auf jeden Fall. Hoffentlich gibt's also bald noch mehr hübsche Tiere dieser sehr verfressenen und sehr gefährdeten Art.
Im Revier Tropenwelt teilen die Brillen- und Humboldt-Pinguine ihre Anlage mit 6 Basstölpeln. Ein Tölpelweibchen war lange krank und musste sich erholen. So. So, Angelika. Dann wollen wir mal nach dem Tölpel gucken. Ja, nach Frau Tölpel. Ein kleiner Tölpel. Du darfst ihm übrigens einen Namen geben, entweder Lotte oder Rosi. Ja, toll. Du darfst ihm einen Namen geben, aber bitteschön. Naja, bevor wieder irgendwelche Fantasienamen hier rauskommen. Ja, Lotte oder Rosi? Rosi. 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 Hallo, Rosi. Ab heute. Hallo, hallo. Du kleine. Und alles wieder verheilt? Ja. Tierarzt war da, wir haben kontrolliert, Fäden gezogen. Die frisst wunderbar. Die haben ja von der flüssigen Nahrung umgestellt auf kleine Heringe. Wisst ihr, erst haben wir angefangen mit Sprotten und jetzt sind wir nach einer Woche wieder auf Normalgröße. Und wunderbar, Kot sieht wunderbar aus, die selber fühlt sich wunderbar und ich denke, dann werden wir es heute tun und so wieder auf die Anlage. Ja. So, ne? Ja. Zu ihren Kumpels und Freunden und dann. Also kannst du mal sehen, war mit diesen blöden Fremdkörpern immer, was die Besucher da so rinschmeißen. Die denken mal, da passiert nichts. Aber die wäre uns jetzt beinahe tot gegangen. Ne? Ja, Gott sei Dank hat sie die Tüte geschafft. Ja. Aber wir haben uns ja auch alle schön bemüht. Na ja. Aber wenn was drin fliegt war und du denkst, es ist was zu fressen, zack, ist es weg. Und wenn es eben unverdaulich ist, ist es dumm gelaufen. Aber doch kein Kinderschuh, die hat doch nicht so ein natürliches Beuteschema. Ein Kind? Ja. Na, wer weiß? Oder ein Kinderschuh. Wer weiß es? So, warte mal, ich mach mal hier ein bisschen Füße. Klappe. Ja, wichtig ist, war immer schön den Schnabel sichern, Angelika. Was denn? Ja. Aber nicht so sichern, dass sie keine Luft mehr kriegt. Ja, das wäre doof. OP überstanden, aber leider erstickt beim Einfangen. Schau mal, aber die Narbe, guck mal, sieht schön aus, siehst du? Schön verheilt. Ganz trocken. Ja, genau. Klasse. Und die Federn schon, so, dass es schön tauchen und schwimmen kann, ne? Ja. Dann wollen wir sie mal reinlassen. Rosi hat eine Magennotoperation glücklicherweise gut überstanden und darf nun nach 4 Wochen wieder ins Freie. So, schau mal, Rosi-Mausi. Hier hörst du hin. Guck mal, da hinten sind sie schon alle und warten auf dich. So, Füßchen abstellen. Warte bitte, warte, warte. Jetzt ist er aber froh, du. Ja, warte. So. Oh. Freiheit. Nee? Ja. Doch. Süße, guck mal. Ey, gucke mal an, das ist ja deine Anlage, wa? Fein. Alles noch dran an dem Kind? Na klar. Ja, mal langsam. Erst mal langsam wegstarten, mal gucken. Aha. Das sind eben doch die schönen Momente, die wir mal so haben, wa? Wenn wir merken eben, dass wir da auf einer sicheren Seite sind und dass es dem Tier wirklich auch gut geht. Vor allem, dass er auch wollte, denn viele kommen ja in so eine Lethargie, die kriegst du dann nicht mehr raus. Die wollen dann sterben oder denken und dann kriegst du die beim besten Willen nicht mehr hin. Aber die wollte von Anfang an. Ja. Die war gleich auch nach der OP-Taf und alles. Also. Oh. Füttern verboten heißt das oberste Gesetz für Tierpark und Zoobesucher. Damit die Tiere nichts fressen, was ihnen schadet. Juhu, ich bin wieder da. Kaffeeklatsch. Rosi gesellt sich sofort zu ihren Artgenossen. Die sind abgeklärt, ja. Das sind ja im Prinzip auch große Schwarmtiere und das sind gewöhnt, dass mal einer dazukommt und einmal einer geht. Die sind nicht so, haben nicht so die ganz enge Bindung wie zum Beispiel Pinguine. Wenn man da jetzt jemanden zulassen würde, dann wäre da mehr Action. Aber bei den Wasservögeln ist das eigentlich recht unkompliziert. Und das ist natürlich schön, mal so einen zusammenlassen. Ne? Bei uns ist ja immer ein bisschen mehr Action. Ja. Und da muss man lange warten und dann ist das immer, ja, kann es eben auch schief gehen und so. Das ist für mich jetzt ein total entspanntes Zusammenlassen. Sehr schön. Rechtsblau Rosi, das merkt man sich am besten, wenn man immer den selber den Rosa dürfte. Rosa ist rechtsblau, ist doch toll, oder? Genau. Das dann lass uns jetzt sehen. Merken wir uns doch glatt. So, Rosi, rechts, Flasche Sekt. Rechtsblau Rosi, viel Spaß.
Genau. Was, eine Flasche Sekt? Naja. Nee, hey, Alkohol während der Dienstzeit, also bitte hier. Ja, ja. Hinterher, nicht vorne. Basstölpel Rosi ist wieder fit, hat einen Namen bekommen und kann sich nun wieder in ihr gewohntes Leben auf der Anlage stürzen. Vor allem endlich wieder baden. Sind im Stall und harren der Dinge, die da kommen. Hier ist deine Leine. Mhm. Dann nehme ich mal Friederike vielleicht. Und dann meine Hasen. Erstmal. Hi, Dag. Dag Angel will bloß Belohnungspellets haben. Guck mal, ich mache das so. Ich gebe ihr ein Pellet. Mhm. So. Dann bleibt sie stehen. Dann mache ich das Half darauf und hinterher kriegt sie noch mal ein Pellet. Prima. Jetzt muss ich mal gucken, wie rum das. Aber eine Halse hinten, mhm. Genau so. Sonst weichen sie aus. Super. Und wenn es dann zu ist, soll ich machen auf der Seite? Mhm. Machen wir gleich eine Leine ran, warte mal. Prima. So, und dann legen wir die über die Schulter. So, okay. Dark Angel, du bist abgefertigt, ja? Du kannst jetzt, Moment, warten. Fein. Genau. Fein, bist aber an, ganz lieb. Schön machst du das. So, das ist so. Pellets. Aha. Hier, Belohnung. Leine. Das ist fein gemacht. Okay. Super. So, jetzt kommt noch Nummer 3. Federico? Ja, guck mal, ich habe hier ein Pellets für dich. Also der ist ein bisschen zickiger, ne? Mhm. So, den muss man immer ein bisschen überreden. Magst du noch ein Pellets? Noch ein Pellets? So, aber jetzt dann dafür wirklich? So. Mm-hmm. Nein, nee, erstmal halten. Nee, erstmal halten. Ja, genau. Genau, Nase durchstecken. Super. Pellets. Hier. Mhm. Ah, Schnecke. So, oh, dran. Okay. Prima. Weg rüber. Dann können wir ja mit denen noch eine Runde gehen. Hast du? Ja, hab's. Okay. So. Hm? Warum? Wer latscht jetzt auf die Leine hier? Friederico, nimm mal einen Fuß. Ja, die eine Leine ist ein bisschen lang. Huch. Vielleicht können wir da auch einen Knoten reinmachen. Ja. Schaffst du das mit zwei Tieren? Ja, ich komm schon klar. Hoffe okay. Ich doch. Geht, die ist doch lieb. Meine Hasis, ihr macht das super. Das Anlegen der Halfter und Laufen an der Leine wird regelmäßig trainiert. Ja, das doch mal. Ja, also da ganz, ganz lieb. Dark Angel, komm, hier rein. Zack. Susanna, hinterher. Los. Nee, in eine andere Richtung, Susanna. Das ist das. Susi. Ja, machen wir besser zu die Tür. Ja. Wie sieht's aus? So, Kinder. Tata, bitteschön. Damit die Lamas sich an die Halfter gewöhnen, bleiben sie auch nach dem Leinentraining noch dran. Morgen geht's dann raus zu den Tierparkbesuchern. Und beim Fressen stören sie auch nicht. Langsam wird es Abend im Zoo. Im Revier von Markus Röpke können viele Tiere auch nachts auf den Außenanlagen bleiben. Der Tierpfleger macht eine letzte Runde. Kragenbären räkeln sich in der Abendsonne. Die Kragenbären lieben das halt total, dass die halt wirklich noch draußen rumdösen, gerade im Sommer, wenn es noch so lange hell ist. Ich bleibe ja auch nur im Höchstfall bis 18 Uhr. Aber im Hochsommer ist ja wirklich bis fast 22 Uhr noch ein bisschen Sonne da. Und das mögen die total, einfach noch in der Sonne rumzudösen. Manchmal auch, wenn Gewitter ist, liegen die da in der Höhle und schauen dem Gewitter zu, genießen die Geräuschkulisse, die dann hier auch herrscht.
Ein bärenstarker Feierabend. Einfach zum Relaxen. Auf seiner Abendrunde schaut Markus Röpke auch, ob die Tierpfleger tagsüber nichts in den Gehegen vergessen haben. Manchmal muss man sie schon ganz schön suchen. Und da man ja weiß, wie erfinderisch die sind, gerade wenn jetzt so eine Aktion war, wie dass den Rasen gemäht haben und so, hat man doch schon manchmal Angst, dass man ein Werkzeug vergessen hat oder irgendwas, womit die hier irgendwie Unsinn bauen können. Hatten wir alles schon, dass sie mit einer Hake in den Finger hatten. Und meistens passiert dann aber auch nichts. Die Lippenbären Kaveri und Rajat sind noch ziemlich munter unterwegs. Da kommt der Rajat. Hey, du Eierkopf. Ja. Schönen Feierabend gewünscht. Rajats Verabschiedung ist kurz. Dann geht er seiner Wege. Auch der Tierpfleger kann nun seiner Wege gehen, nämlich in den wohlverdienten Feierabend.